Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück, ne? Bei mir dem Shining, wo wir jetzt wieder im Festung der Hüter sind. Haben einiges durchlebt, wer bist du denn? Hallo Hütersucherin, der Festung ist dein Fortschritt aufgefallen. Glückwunsch! Du bist nun berechtigt, Waren im Speziallager der Festung zu kaufen. Ah, die gibt mir einfach die Materialien. Die ich eh schon 3 Milliarden Mal habe. Du kannst das gebrauchen. Die Pandoras Buchse konnte ich verbessern. Das ist noch irgendein Spezial-Item? Nö. Das ist die Erdem, den Helm, die Muschel. Der braucht Mana-Regeneration. Der bräuchte eigentlich an sich Mana. Und das sind jetzt die Items, die nur im Inventar gabbeln, ne? Die muss ich nicht verbessern. Dann auch mal gucken, ob der Laden was Neues hat. Hier. Damit kann ich die besiegten Monster sofort wieder auftauchen lassen. Und etwas, womit ich auf jeden Fall aus dem Kampf entkommen kann. Ja, neues Essen. Die Dinger sind jetzt auf Level 2 verfügbar. Ich habe noch gar nicht geguckt, was kann das Auge? Nicht einen Fliegen. Ist jetzt aber auch nicht besser als das andere. Also ich habe halt wirklich die Vermutung, dass ich jetzt hier eine Prüfung ablegen muss. Weil in dem Tempel finde ich bestimmt keinen weiteren Schlüssel. So, hier. Hier habe ich letztes Mal eine Prüfung abgelegt. Okay. Ihr erklärt mir jetzt nur, was Hüterduelle sind. Duellherausforderung. Ich kann ihn herausfordern. Sollen wir ihn mal herausfordern? Na komm, versuchen wir es mal. Ich glaube, unsere Monster sind auch stark dafür. Den Mensch habe ich immer noch nicht, ne? Ach nee, der Mensch, der war ja auch so ein Hütervieh. Okay, welchen nehmen wir denn zuerst? Sunny und... Sunny, Sven. Nehmen wir mal Dave noch. Und ich werde jetzt lernen, ob ich diese Entscheidungen bereue. Auf jeden Fall erstmal Kraft. Und ich packe auch noch ein Schild drauf. Warum konnte jetzt eins meiner Monster nicht angreifen? Ach stimmt ja, der anfängt, der dürfen nur 2 greifen. Okay, Federsturm, in dem Block als erstes, weil der heilen kann. Heilmonster müssen ihm als erstes weg. Der hat eine Luftschwäche. Ihm müsste ich austauschen. Am besten gegen Cypher. Dann mache ich eine Luftsicher erstmal. Er hat Frost bekommen. Und er heilt sich nicht mal. Ach nee, dieses Steinvieh, was heilen kann. Du, heil dich. Heilt alle um 800. Ich will erstmal Sunny geheilt haben. Du
machst gleich einen Flammenschlag. Federsturm. Mit dem Flammenschlag treffe ich alle und hau das Vieh noch weg. Diesmal würde ich gern versuchen, dass Sunny nicht dabei stirbt. Und der muss weg. Ich hätte nicht gedacht, dass der Yeti so stark sein kann. Okay, Blattschwächen haben wir hier. Ich kann einmal Eissturm machen, dann haben alle vielleicht einen Frosteffekt. Die widerstehen halt alle dem guten Schwen, ne? Aber die Kombo kann ich trotzdem gut hochhauen. So, mit der Giftbombe kann ich ihn umbringen. Wenn ich Glück habe. Ich habe Glück. Wieder einer weniger. Oh, jetzt brauche ich Sunny. Sunny ist der Einzige mit Wasserattacken. Bei dir hat jeder gerade eh keine Wirkung. Da kann ich auch den Massentrank verwenden. Der Massentrank ist echt nützlich. So, Eishagel Stufe 2 auf den. Und jetzt mit der Giftbombe auf den Kratzer. Also auf die Katze. Die hat sogar Gift abbekommen. Das Schöne ist, die haben keinen Healer mehr. Ich meine, dass der Blob heilen konnte. Deswegen ist gut, dass der als erstes weg war. Aber das ist ja auch erst noch die Novizen-Herausforderung, ne? So, Federsturm. Der hat keine Resistenz dagegen, deswegen weg mit dir. So, mit ein bisschen Glück. Ach komm. Der ist eh mit dem nächsten Treffer weg. Ich mach nochmal den Massentrank, damit hier keiner wegstirbt. Der hat zwar sich so einen Heal-Effekt geholt, aber das bringt ihm nichts, weil er auch gleichzeitig Gift drauf hat. Wie kommt's, dass dir Feuer so viel Schaden macht? Federsturm auf ihn hier. So. Das haut die Kombo richtig gut hoch. Dann mit Krallen auf die Katze. Und Giftbombe. Schade, hat sich nicht gesteckt. So, jetzt kann ruhig einer sterben. Jetzt ist egal. Die sind bei den letzten Monstern angekommen. Obwohl es gut wäre, wenn Cypher erst noch hier richtig Schaden austeilt. Mit der Prügel auf ihn. So, der ist weg. Jetzt den Feuersturm auf den Yeti hier. Musste erst noch mal überlegen. Oh, hier vorne stecken sie gut ein. So, Zeit für Dave. Dave muss healen. Erstmal hier auf Sven. Oh, der hat eine Schwäche gegen Svens Federsturm. Dann nutzen wir das doch mal aus. Ich würde erst dann den Golem wegmachen, weil bei dem habe ich viel mehr Schwächen, die ich ausnutzen kann. Oh, ich wollte gerade sagen, bitte geh nicht auf Sunny. Ein weiterer Schlag und der wäre RIP gewesen. So, die Debuffs sind weg. Erst den Federsturm natürlich.
Den Golem kriege ich innerhalb von Rekordzeit weg. Der Golem ist echt kein Problem. Und weil meine Monster schon so lange leben, haben sie jetzt den Booster. Aber seine nicht, weil seine mittendrin einmal gestorben sind. Ey, komm, ich muss Sunny nochmal hochheilen. Das müsste den Golem eigentlich umbringen. Kann nur Clown machen. Krallen. Ich habe schon Unendlichkeit 2. Das Spiel will einfach, dass dieser Kampf mal zu Ende geht. Komm, ich hau ihm Rüstungsbruch drauf. Das macht mega viel Schaden jetzt. So, Federsturm. Auch wenn er einen Widerstand dagegen hat, es haut zumindest die Combo hoch. Hätte ich ehrlich gesagt als erstes machen müssen. Gegen was hat er denn weniger Abwehr? Der aber beim gleich viel. Ich wollte halt gucken, womit mache ich mehr Schaden. Mit physisch oder mit Magie, sonst hätte ich nämlich nur Spektralflamme gewechselt. So, immer zuerst der Federsturm. Für die Combo. Ich kann auch eben kurz Sven einmal hochheilen. Und die Krallen. Tschüss. Kampf gewonnen. Hat mir sogar ein Level-Up beschert. Ja, danke. Ich habe gute Arbeit offenbar geleistet. Das gibt mir Bronze. Nee, ich dachte gerade, das heilt sich dann. Der Regenerationsschild, den fände ich nicht so schlecht für Dave. Aber das Dumme ist, ich weiß jetzt nicht, was genau ich jetzt machen muss. Bin noch kein Lancierer. Ich weiß, ich muss da in dem Dungeon da an der einen Stelle weiter, aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Ich erkundige mich mal, wie ich da weiterkomme. Ansonsten mache ich jetzt mal Feierabend. Ich kann ja noch mal komplett auch noch offscreen einmal das Ding erkunden. Dann wissen wir mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder Spaß hatte. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.